Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 der Bike Transalp. Heute geht es von Silian nach Bruneck und zum Schluss kommt ein richtig cooler Trail vom Kronplatz. Und ich habe schon altbekannte Mädels gefunden vom letzten Jahr. Wie geht's euch? Gut. Noch? Den Startplatz gewonnen, habe ich gehört. Ne? Ja, genau. Ganz kurzfristig am Donnerstagabend um 21.30 Uhr haben wir erfahren, dass wir mitfahren. Das ist mal spontan, würde ich sagen. Super cool. Viel Spaß, haut rein. Ja, danke. Und ja, hier ist diesmal echt ganz schön was los. Ich habe es in Block B geschafft, deswegen bin ich jetzt mitten im Getümmel. Mal sehen, wie sich das auf der Strecke bemerkbar macht. Enjoy the station time race. See you in Italy. Und damit geht's schon los. Im Pulk auf dem Radweg entlang. Ist auch immer ein Megabild, finde ich. Es geht los. Sind wir fit, Frank? Ja. Perfekt. Oh, jetzt müssen wir den guten Herrn da vor uns mal interviewen. Marc, wenn du auf meiner Höhe bist, hast du nicht trainiert? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hab trainiert, aber die ersten zwei Tage geht es langsam an. Ah, okay. Ja, mega gut, das machen wir auch so. Was ist dein Ziel? Ankommen. Ankommen und ja, so ein Mittelfeld wäre schon ganz schön in der Klasse, ne? Finde ich auch, im C-Block, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber Mittelfeld auch so. Da wäre schon super. Wäre schon gut. Fürs erste Mal jetzt sind alles die, gut. Sind die Stresser unterwegs? Wer bist du? Menschenskinder. Wirtschaftsgruppe finden. Ist immer schwer. Ja, das mit der Gruppe hat sich jetzt auch wieder erledigt. Weil es geht nämlich bergauf. Manchmal ist es einfach zu eng nach dem Start und dann sieht das so aus. Aber macht nichts. Wir werden heute doch genug radeln. Von dem her sind wir dankbar für ein bisschen mehr Luft, würde ich sagen. Kollegiales Schieben. Was sind deine Ziele für die Tour? Ankommen. Ankommen, sehr und gut. Immer in der Zeit ankommen. Perfekt. Und wenn ich dich sehe, dann glaube ich, hoffe ich in der Zeit. Dann wird es schlimm. Und dann rollt das Ganze auch wieder. Yeah. You have fun? Yes, have fun. Nice weather today. Yeah. Have a nice day. Erzähl mal, wer du bist. Ich bin der Lukas. Wo kommst du her? Aus Oberbayern. Habe ich am Nachnamen gesehen. Ist das so oberbayerisch? Ja. Kennst du unseren Kanal? Welchen Kanal? Freeride Inc. Austria. Doch, den kenne ich. Den kennst du? Klar. Gut. Hast du trainiert? Ja, schon. Mehr mal weniger. Mehr mal weniger, okay. Perfekt. So, eine Dame. Wer ist das? Die? Die Sarah. Die Sarah. Hallo. Mensch, Sarah, sag mal. Wenn du mich siehst, dann bist du nicht fit, oder? Ich bin das Schlusslicht. Das ist okay. Das ist okay, perfekt. Ich fahre lieber langsam am Anfang. Ja, ich auch. Viel besser hier. Sehr gut, das freut mich. Wir bleiben bei dir. Schön. Warum machst du heute nur zwei Tage oder die bei der Tour nur zwei Tage? Oh, wenn ich zwei Tage verschenken konnte. Machst du richtig so, ich muss die ganze Woche fahren. Oh, da wird vorgefahren. Gleich nochmal. Where are you from? Holland. Holland, oh mein Gott. Team Unwald singt mit. Yeah. Mega gut. Die Luft reißt noch dafür. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Guten Morgen, ich wünsche dir eine schöne Transalp. Vielen Dank. Bis später. Was für ein Blick. Und damit ging es ab auf die erste Abfahrt. Der erste Abfahrt war nicht so lang, ich glaube so gut 400 Höhenmeter. Hier ist jetzt schon wieder so rauf, runter, rauf, runter. Aber er wird nicht langweilig. Mega Stimmung bei den Bandbabys wie immer. Nach dem Auf und Ab geht es jetzt hier wieder am Bach entlang. Sehr idyllisch und schön. Wie gefällt's dir? Gut, gut. Warst du schon öfter dabei? Was? Englisch? Your first time at Transalp? Second time. Second time. Great music. Yay, thank you. Stell dich mal kurz vor, wer du bist. Marianne. Woher? Weiß. Warum fährst du heute hier mit? Erreichen, so. Das Ziel erreichen, so, perfekt. Dann viel Glück. Ja, gleich. Wir trinken ein Bier in Riva. Oh, ich hab nicht gerne Bier. Where are you from? Italien. Heute im Mittelfeld. Eine schöne Ruine. Frank ist hinter mir. Passt. Break the tank! Hopp, hopp, hopp! Die nächste Windschattenstrecke
und ich habe einen Zug. Yes. Hier ist immer noch Windschattenfahren angesagt und ich habe auch immer noch einen Zug. Yeah. So, ich bin immer noch hinter den fliegenden Holländern. Jetzt haben wir so ein bisschen auf und ab im Trail. You like it? Ja, ja. Ja, lots of fun, eh? Ja, ja, ja. Ja, euer Mädel für euch. Ja, perfekt. Euer meins. Ich hab so viel geratscht bei der V1, dass meine Windschattentruppe weggefahren ist. Jetzt habe ich gerade ganz schön gelitten. Aber jetzt habe ich wieder ein paar mit, also schon. Das Interview mit dem Rescue-Team. Servus. Könnt ihr mal meine Frau aufhalten? Weil die ist zu schnell, oder? Wir sind für dich zuständig, aber so. Nicht für deine Frau, die ist uns auch zu schnell geworden. Ah, okay, ja, perfekt. Wir haben keine Chance mehr. Wer war das mit der Flasche? Die Flaschen stehen hier, also hier. Neueste Strategie. Einfach die erste Rast hinter uns lassen, schnell was essen. Unterwegs. Los geht's. Unterwegs essen. Richtig. Wir schrauben uns jetzt gerade rauf Richtung Sella. Und später geht es dann nach Ullang runter und dann der finale Riesenanstieg zum Kronplatz. Hey. Ullang! Und da vorne sehen wir schon den Kronplatz. Und natürlich haben wir nicht nur den langen Uphill rauf, sondern auch den coolen Trail wieder runter. Where are you from? I'm from Brazil. Perfect. And we are here in Transalp, suffering a little bit. 7 days? Yes, let's go. Nice. In Brazil have the best girls in the world. Oh, thank you. I heard it. German has the best beer. The best beer, yeah. Der Alex aus dem Schwarzwald, Freudenstadt. Sehr gut, wen willst du grüßen? Meine Frau natürlich. Wie, die ist nicht dabei? Nee, die ist zu Hause. Passt aufs Haus, auf den Hund. Und auf den Liebhaber. Na, Spaß, Alex. Ja. Viermal umzogen, immer nur der gleiche Postbote. Schön bergauf und bergab. Das liebt die Petra. Kurz vorm Kronplatz, die wird schon die Hälfte haben bestimmt. Wir waren schon wieder im Uphill, jetzt im Gelände. Und jetzt geht es wieder ein Stück runter. Boah, ein Glück. Wobei mir aufgefallen ist, dass ich mich im Gelände abhilft im Vergleich zu den anderen leichter tue. Und auf der Straße witzigerweise im Verhältnis schwer. Was für eine geile Gerade. Feine Abkühlung der Wind. Und ich denke, das vor uns ist Ullang. Vor uns der Kronplatz. Und da müssen wir noch hoch. Wie läuft? Yes! Mit Blick auf die Dolomiten lassen wir gerade die Kronplatz-Talstation hinter uns. Und nur damit ihr seht, ich bin nicht alleine unterwegs. Sind schon immer wieder welche da. Wie geht's dir? Ja, gut, danke. Das erste Mal dabei? Ja, das erste Mal. Aber gut. Nur die ersten zwei Tage. Also heute schon der letzte Tag sozusagen. Ja. Schade. Aber cool, oder? Ja. Long but final climb for today. How are you? Hallo. Hallo. Wie geht's dir? From England. Ja, wie fühlst du dich? How are you? What's the feeling? Hard. Hard. But not so warm today. Yeah. Leider. Es startet gerade auch ein bisschen mit Regen. Ja. Wir werden sehen. So, mittlerweile regnet es, aber es ist ganz fein. Wetterbericht von Jan war präzise um 12, hat er gesagt. Ja, ja. Jetzt ist es 12. Wetter des Odenwäldes. Jetzt geht's los. Oh je, je, je. 10 Grad und Regen. Also es regnet nicht nur, es gewittert, aber die Dolos schauen trotzdem geil aus. Mittlerweile hat sich schon so ein bisschen eingeschifft. Und wir sind hier auf einem relativ zackigen Uphill, vor allem mit den nassen Wurzeln. Aber geht schon, oder? Perfect, British weather.
Jetzt erzählen sie mir plötzlich alle, dass sie Heimvorteil haben. Ach ja. Liquid Sunshine, ihr habt's gehört. Leider geil. Und bei dir so? Hard. Hard. Bei mir auch. Schaut mal, wer vom Start wieder da ist. Mitten im Gewitter haben wir uns wieder. Sind wir direkt bei der Auffahrt auf den Furkelpass. Regen ist echt ganz fein soweit. Nur der nasse Trail. Der macht mir keine Freude. Wie geht's dir? Geht schon, danke. Sehr schön. Das erste Mal dabei oder schon öfter? Das erste Mal. Und taugt's dir soweit? Geht gut. Gestern habe ich reingeguckt, aber heute ist besser. Sehr schön. So kann es doch weitergehen. Oh la la. Es regnet und donnert. Und wir haben noch 800 Höhenmeter. Auch im größten Ring. Furkelpass 1789, für uns geht es aber auf 2250 oder so. Ein bisschen haben wir also schon noch. V2! Ja, bestens! Es hat sich ganz schön eingeregnet und es gewittert auch immer noch. Also ich glaube ehrlich betrachtet, das ist so ein Wetter, wo man alleine nicht mehr Richtung Gipfel fahren würde. Es ist nicht ganz örtlich, also es passt schon, aber so lala. Ja, die Kühe sind auch da und entspannt. Aber ich denke, da erwischt auch hin und wieder mal eine. Naja, jetzt haben wir noch so 2,5 Kilometer. Ich glaube auch nur noch so 250 Höhenmeter. Absehbar. Aber ich bin auch nicht böse, wenn es jetzt dann in den Trail geht. Heute sind es so 2,5. Also weniger wie gestern. Panorama ist weg. Das ist jetzt das, worauf wahrscheinlich ein paar gewartet haben. Ich fahre noch ein paar Schienen schon. Aber es ist hart. Jetzt wirklich. Die letzten Meter auf den Kronplatz und heute kein Panorama. Morgen kommen wir aber nochmal hoch. Da haben wir dann sicher wieder Panorama. Und jetzt geht's bald ab in den Trail. So, Kronplatz 2275. Und die Kamera hat mich gerade geärgert. Deswegen eier ich hier so komisch rum. Juhu. So, Rennabbruch. Entweder man kann jetzt mit der Gondel runterfahren oder die Straße. Wir fahren natürlich den Trail, würde ich sagen, weil dafür sind wir ja auch hochgestrampelt. Slippery when wet, aber natürlich trotzdem schöner als wie die Straße in meinen Augen. Ja, schade. Trocken wäre das jetzt natürlich voll die Party gewesen. Aber hilft ja nichts. Bin gespannt, ob die Jungs dann überhaupt noch hoch müssen. Oder ob der Abbruch für die dann direkt bei der V2 ist. Dann sind die vielleicht mal vor mir da. Anscheinend ist die Etappe abgebrochen. It's closed. So. Oh no. Oleg, du bist auf Video. Wer gerne Trails fährt und noch nie am Kronplatz war, der sollte echt mal überlegen, denn es gibt einige richtig, richtig coole Strecken und das ist nur eine davon. Danke. Manchmal trotzdem Hasengatt da rutschig, wenn es nass ist. Und ich muss echt zugeben, meine Hände sind arschkalt. Mini sozusagen. Aber jetzt ist es wirklich nicht mehr so gemütlich. Naja, Trail muss irgendwie trotzdem sein, sonst wird man denn sonst hoch. Wenn es schon einen gibt, muss man den ja auch nutzen. Achtung, rechts, die kommt von rechts.
euch kalt ist, kann ich aber nur raten, besser den Trail als wie die Schotterstraße, weil auf der Schotterstraße wird es dann noch kälter. Im Trail, ja, schüttelt sein der Zunge ganz wirklich her. Und solange man Drittel arbeitet, ist es natürlich wärmer, wie wenn man gar nichts tun muss. Leider wurde das Rennen abgebrochen und jetzt fahren wir nach Bruneck. Weil es für euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend ist, Nico und Frank waren nicht ganz so schnell, deswegen sind die überhaupt gar nicht bis auf den Kronplatz hochgekommen, sondern die wurden schon bei der V2 zurückgeschickt. Und da war eben Rennabbruch für die, dann sind die einfach nur die Straße zurückgefahren. Und ich war schon am Kronplatz oben, als das Rennen abgesagt worden ist, deswegen konnte ich noch den Trail fahren. Wie ihr seht, waren einige Teilnehmer im Trail. Ich finde es richtig cool, dass da so viele den Trail als Abfahrt gewählt haben. Allerdings wäre es auch perfekt gewesen bei gutem Wetter, weil ihr seht, es ist trotzdem keine Teilnehmerdichte mehr. Wenn die guten Abfahrten zum Schluss kommen von Etappen, dann ist immer Freiheit und Platz zum Fahren. Natürlich richtig super. Boah, okay. Wenn ich die Wurzel vorher gesehen hätte, hätte ich sie nicht gemacht, aber ich habe es nicht gecheckt. Ging easy. Gut, ja. Ich zeige euch jetzt mal einen Zwischenstand, wie ich ausschaue. Das ist einfach das Krasse in den Alpen. Gestern noch schier verschwitzt, also da war es echt krass heiß. Und heute ist es wirklich ganz schön kalt. Ja, aber je weiter man runterkommt, desto wärmer wird es natürlich. Und von dem her wird es schon. Kommen. Keine Sorge, ich bin schon bis zum Ende durchgefahren. Unten hat es noch richtig Spaß gemacht. Da waren die Pfützen dann voll warm und es hat so gespritzt und es war gut. Aber genauso dreckig, deswegen habe ich irgendwann abgeschaltet, weil mein Akku ist schon auf Orange und ich möchte euch ja gerne noch mit ins Ziel nehmen. Da ist die Zieleinfahrt in Bruneck. Hui. Und hier ist auch die Temperatur wieder ganz erträglich, zum Glück. So, da sind auch schon die Scotties. Ja, geschafft. Super. Und ich gebe jetzt gleich mal meinen Radl ab, weil das muss dringend zum Waschen. Die werden sich freuen. Das schaut schon aus. Ja. Ich bin den Trail gefahren. Ach ja. Ach, ich friere nicht alleine, glaube ich. Da hat Spaß gleich gemacht. Ah ja, geht so, aber ja, schon. Ja. Nicht jeder. Nicht alle haben das gemacht. Nein, nein, man sieht aber gleich, wer es gemacht hat. Oh, aber der war super. Der war super. Vermutet, meine Jungs sind gar nicht mehr hochgefahren auf den Kronplatz. Na, was heißt da Wuhu? Bist du angekommen? Na klar. Cool. Mit Trail, alles erledigt. Warst du Erster? Hier oder ich? Nee, ihr wart, glaube ich, Erster. Aber die haben ja den Kronplatz ausgelassen. Nein. Natürlich. Wir sind unten entlang gefahren. Ja, ich sag ja, ihr habt ihn ausgelassen. Ihr seid nach der V2, sind die nicht mehr hochgefahren. Wir haben aber darüber nachgedacht, den Trail auszufahren.